an der Art, wie wir leben und wie wir unsere äußere Welt gestalten, was Raumgestaltung angeht, Architektur, Flächenplanung. An all diesen Sachen kann man sehen, dass wir völlig das Gefühl für das Leben, für uns, was uns gut tut, für die Natur, für die Elemente, für die Naturkräfte, dass wir das alles völlig verloren haben. Und deswegen möchte ich mal an dieser Stelle etwas in den Mittelpunkt rücken, was uns oder deren Bedeutung uns oder den meisten Menschen, glaube ich, überhaupt nicht klar ist. Und das sind die Bäume. Da wir selber den Zugang zur Lebenskraft verloren haben, sind wir im Moment so degeneriert, wie wir sind, darauf angewiesen, dass wir das von der Natur bekommen. Und eine Quelle sind Bäume, große alte Bäume. So, das bedeutet, dass jeder Baum in einer Stadt unendlich wertvoll ist und uns mit Lebenskraft versorgt. Das Kuriose ist nur, dass die meisten Menschen sich darüber gar nicht bewusst sind. Das heißt, die meisten Menschen können nicht spüren, was zum Beispiel ein einziger Baum in der Stadt an Bedeutung hat für sie selber, für ihre eigene Gesundheit, für ihr eigenes Wohlempfinden. Das spüren die Menschen nicht mehr. Die spüren nicht, dass quasi ein Großteil ihres Wohlbefindens von diesen großen Pflanzen abhängt. Und dann wird einfach mal so ein Baum halt gefällt, ne, weil da vielleicht Platz für einen Parkplatz gebraucht wird. Und das ist alles kompletter Irrsinn. Und es hat damit zu tun, dass, wie gesagt, dass die Menschen das nicht mehr spüren. Die sind so stumpf geworden innerlich und abgelenkt von ihrer Wahrnehmung, dass das eben nicht mehr möglich ist. Und in Städten kann man das zum Beispiel beobachten, dass Menschen, die sind immer am, oder anders ausgedrückt, ein Ort mit guter Energie. Da spürt man keinen Bewegungsdrang. Das ist so auch so ein Kriterium, wo man quasi Energiequalität dran festmachen kann. An einem Ort von hoher, guter Energie spürt man keinen Drang, wegzugehen oder sich zu bewegen oder was zu tun. Im Gegenteil, man fängt an, in sich zu ruhen, kommt zur Ruhe und will eigentlich da nicht mehr weg. Also es ist ein innerliches Ankommen und zur Ruhe kommen. Das ist immer ein Kriterium von guter Energiequalität. Und andersrum genauso, wenn ich an einem Ort bin und da irgendwie dauernd das Gefühl habe, ich muss loslaufen oder ich muss schneller gehen oder ich werde unruhig oder ich muss dauernd was machen, das ist ein Zeichen dafür, dass die Energie dort nicht gut ist. Warum? Weil der Organismus, der spürt das ja und der will da weg, der möchte da nicht hin. Der Organismus möchte zu guten Energien. So, und wenn man jetzt in der Stadt ist, kann man das selber auch spüren, wie man selber immer, man hat wie so ein, man will immer irgendwo hin oder man läuft schneller als normal. Ja, warum? Weil die Energie dort so grauenvoll ist, dass der Organismus da weg will. Nur in der Stadt kommt man nicht weg. So. Deswegen rennt man da herum. Und statt das zu erkennen und wahrzunehmen und entsprechend eben Quellen für Lebenskraft zu erschaffen, wird es halt ausgenutzt, um die Menschen in den Konsum zu leiten. So, und dann haben wir eben die ganzen, ja, Probleme, die es in so Städten eben so gibt. Wenn man das anders anpacken würde, dann würde man die Bäume in den Mittelpunkt drücken. Dazu müsste man eben den Wert erkennen. Für sich selber. Das ist ja keine philosophische Idee, sondern wer ein bisschen sensitiv ist, der kann das ja spüren. Das ist direkt spürbar. Sofort. Das heißt, in der Nähe eines großen alten Baumes wird man innerlich weniger Probleme spüren als an einem Ort ohne Bäume. Also es ginge darum, wenn wir schon solche Horror
Szenarien wie Städte, wie sie heute sind, erschaffen haben, dann könnte man es ja wenigstens so machen, dass man dafür sorgt, dass dort so viel große alte Bäume vorhanden sind, wie es nur irgendwie geht. Und besonders gilt das für zentrale Plätze, wo sich die Menschen treffen oder wo viel Bewegung ist. So, da müsste man alles dafür tun, dass da ganz viele große, kräftige, stabile Bäume sind. Also den Fokus in den Städten von dem Kommerz zumindest ein Stück weit abgehen und sich dort daraufhin fokussieren. Das könnte man auch weiterspinnen mit Wasserkreisel, also Wasserflächen oder Wasserkreisläufen, Flüssen. Ja, das würde dann hinführen zu Feng Shui für eine ganze Stadt, aber so kompliziert will ich es jetzt nicht machen, sondern es würde ja reichen, erstmal sich darauf zu fokussieren und die Bäume, die da sind, um Himmels Willen, dass man eben alles dafür tut, dass die eben nicht entfernt werden. Und da müssten sich die Menschen halt für einsetzen, also die Bürger, also die Verantwortung haben in der Stadt, die interessiert ja eher das Geld und die Finanzen. Und dann müssten sich die Bürger eben wehren, wenn es darum geht, Bäume zu fällen. Also das ist immer wieder zu sehen, ne? Wenn die Bäume dann weg sind, dann sind alle bestürzt, aber wehren tut sich keiner. Das ist kurios. Ja? Zuletzt habe ich das in Erfurt gesehen, auf dem zentralen, auf dem Marktplatz in Erfurt. Tagsüber kam die Firma und hat die Bäume entfernt. Es hat keiner was gemacht, die Leute sind drumherum gelaufen und dann anschließend wurde gejammert. Das ist, wenn man große Bäume an zentralen Plätzen in der Stadt entfernt, ist das so, als würde man den Menschen den Lebenssaft wegnehmen, ein Stück weit. Und das ist so. Das ist tatsächlich so. Also, ich würde mir wünschen, dass wir die Bäume in den Mittelpunkt wieder stellen. Das würde uns gut tun. Große alte Bäume. Und dann geht es weiter. Ja? Wenn man dann noch ein Stück weiter gehen würde, dann ergeben sich einfach Gesetze, die man, wie soll ich sagen, die ergeben sich aus dem Fühlen, aus dem Spüren. Zum Beispiel, dass man eben keine Gebäude mehr errichtet, die höher als die höchsten Bäume sind. Warum? Weil wenn ich da drüber bin, kriege ich die Energie nicht mehr von den Bäumen. Das wären also so fundamentale Gesetze. Keine Gebäude höher als die höchsten Pflanzen, also die Bäume. Und das würde uns allen gut tun. Solche simplen Dinge. Aber dazu wären eben Menschen notwendig, die das spüren können und eben das auch sich dafür einsetzen würden. Es gibt ja für allen Mist irgendwelche Tage, besonderen Tage. Warum nicht für die Bäume? Das sind Dinge, die in den Fokus rücken müssen, der Menschen. Die Dinge, um die es wirklich geht, das muss ins Bewusstsein kommen. Und nicht irgendwelcher Mist, der in den Medien gezeigt wird.